Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen in unserer Serie Das Leben nach dem Exit. Heute mit Alex Brix, vor 2,5 Jahren großes spannendes Exit von Kaleido an Canva, und wir werden uns heute mit Alex darüber unterhalten, wie sein Leben danach ausgeschaut hat, was macht er heute, seine Angel Investments, Learnings daraus und alle möglichen Facetten dieser Reise. Alex, herzlich willkommen bei uns im Studio. Dankeschön, freue mich da zu sein. Super, dass du Zeit hast, extrem spannende und facettenreiche Story, die du hast, mehrere Elemente, und das wollen wir alles heute mit dir besprechen. Zuerst aber straightforward die Frage: Wie war das Leben nach dem Exit? Wie ging es dann im ersten Moment weiter für dich? Ja, erstmal unmittelbar ändert sich nicht so viel. Work as usual, es geht einfach weiter. Man hat ja dann in der Regel auch ambitionierte Ziele, die man gemeinsam mit dem neuen Partner erreichen will. Das heißt, Zeit zum Faulenzen ist da nicht, sondern es geht eigentlich relativ stramm dann weiter. Ihr seid dann sozusagen als Manager bei Canva verblieben, seid ihr, glaube ich, heute noch. Das war ein Part of the Deal mit Canva, oder? Genau, richtig. Also Kaleido hatte zwei Gründer. Ich bin als dritter hinzugekommen, als COO. Und das Ziel war zum einen, unsere existierende Technologie in Canva reinzubringen. Da ging es vor allem um AI-Tools in der Foto- und Videobearbeitung. Und der andere Part war natürlich, neue Technologien für Canva zu entwickeln. Und die den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Vielleicht dieses Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, ursprünglich warst du nicht im Gründerteam dabei, bist dann später dazugestoßen. Natürlich dann den Exit nicht im selben Ausmaß als die Gründer genossen. Trotzdem, das gilt sehr weise auch für Angel Investments heutzutage genützt. Aber wie war dieses Aspekt sozusagen als später dazugekommener Co-Founder? Ist das ein Modell, das du vielleicht auch anderen gut empfehlen könntest? Auf jeden Fall würde ich das empfehlen. Es ist natürlich am Anfang immer auch eine Challenge, hinzuzukommen zu Gründern, die sich schon sehr gut kennen, oder Gründerinnen, die schon eine gewisse Vision haben, wie die Firma aufgebaut werden sollte, wie die Kultur ist, was ihnen wichtig ist. Und da hast du natürlich als, sage ich mal, drittes Rad, was dazu kommt, so ein bisschen die Angst: Kann ich mich da überhaupt verwirklichen? Mhm. Kann ich überhaupt meine eigenen Ideen einbringen? Aber da habe ich eigentlich mit Ben und David, den beiden Gründern, eigentlich ein super Match gefunden. Das war eigentlich ganz witzig damals. Ich bin reingekommen und habe auch für mich diese Angst eigentlich auch identifiziert, dass ich das Gefühl hatte, okay, wie kann ich mich da selbst verwirklichen? Und habe dann nach 4 Wochen ihnen eine Präsentation vorgelegt und habe gesagt, das sind die 10 Dinge, die ich glaube, die ihr gerade falsch macht im Unternehmen. Und habe auch so ein bisschen provokativ gedacht, okay, jetzt schaue ich mal, wie sie darauf reagieren. Und sie haben aber extrem positiv darauf reagiert, haben gesagt, ja, geben wir dir komplett recht, bitte löst diese Probleme. Und da wusste ich, okay, das wird eine gute Zusammenarbeit werden. Mega. Wie hat sich dieses Exit für dich innerlich angefühlt? Ja, man arbeitet irgendwie auf dieses große Ziel hin. Du hast vor Kaleido auch einen eigenen SaaS-Startup gehabt. Wie war dieses Moment? Weil du gesagt hast, das geht dann relativ schnell weiter. Aber konntest du den Moment zumindest ein bisschen genießen? Habt ihr das gefeiert oder ging es wirklich sozusagen motorisch weiter? Natürlich war das ein großer Moment. Ich glaube, wenn man im Startup-Bereich arbeitet, ist das irgendwie so ein Traum, den man hat, dass man mal bei sowas dabei ist. Richtig groß feiern konnten wir es nicht. Es war mitten in der Corona-Zeit, kurz vor Weihnachten, Lockdown. Das war dann eher eine große Zoom-Party. Aber natürlich haben wir es trotzdem ein bisschen gefeiert. Wie hat sich das danach angefühlt? Man sagt ja oft, der Weg ist das Ziel und dann kommst du irgendwie zum Ziel. Und hat man noch immer dann ein neues Ziel vor sich oder gibt es eine Leere, die sich da auch irgendwie auftut? Für mich jetzt gar nicht. Ich glaube auch für die anderen beiden nicht wirklich. Canva haben wir uns sehr bewusst als neuen Partner rausgesucht. Wir wussten, dass Canva ein extrem schnell wachsendes Unternehmen ist. Damals hatte Canva knapp 1.000 Mitarbeiter, heute sind es 4.000. Also wir wussten, dass sie extrem schnell wachsen. Wir wussten, dass AI ein strategisch wichtiges Thema für sie ist, dass sie unbedingt in-house bringen mussten, um erfolgreich zu sein, und dass wir diese Rolle spielen können für sie. Von daher war die Motivation eigentlich wirklich sehr hoch, da auch weiter Gas zu geben mit ihnen gemeinsam. Cool. Wie war es in deiner neuen Rolle? Du bist heute Country Manager für DACH von Canva, warst davor Head of Operations für Europe für Canva, also mehrere Rollen schon in kürzester Zeit, mehrere sehr verantwortungsvolle Rollen. Wie war das? Plötzlich neue Stakeholder, plötzlich neue Prozesse. Ja, ich glaube, die größte Umstellung ist, dass du von einem kleinen Startup, damals waren wir 20 Leute, zu auf einmal 1.000 Leute gehst. Also du hast nicht dieses, sagen wir mal, Hockeystick-Growth, sondern du hast wirklich eine Stufe höher auf einmal.
Und damit musst du erstmal klarkommen. Du hast viel mehr Stakeholder, die du abholen musst. Entscheidungen können nicht mehr einfach so getroffen werden unter sechs Augen, sondern da ist einfach ein bisschen mehr, ich nenne es jetzt mal Politics dabei, aber ja, gehört irgendwo dazu. Es geht natürlich auch um größere Budgets, größeren Impact. Da müssen die Dinge ein bisschen mehr durchdacht werden, als wenn du ein kleines Startup bist. Aber es macht noch immer Spaß. Es macht noch immer Spaß. Ich glaube, für uns ist halt das extrem Coole, dass, weil wir so ein strategisch wichtiges Thema sind für Canva, sind wir sehr nah dran an den Foundern, die in Sydney, Australien sitzen. Und haben dadurch relativ kurze Wege, wenn es um Entscheidungen geht und können da sehr viel machen, ja. Und sehr viel machen können Sie innerhalb von Canva, aber auch außerhalb. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu betonen, weil du hast auch deinen Exit-Erlös dafür genutzt, deine ersten Angel-Investments zu machen. Das heißt, das Unternehmertum, Startup-Sein auch selber in dieser Rolle reizt noch immer. Absolut. Also es war mir extrem wichtig, da jetzt nicht das, was ich da verdient habe, einfach in einen ETF-Fonds zu schmeißen und nie mehr anzuschauen, sondern mir war es wichtig, einen Teil davon zu nehmen, auch wieder ins Ökosystem zurückzugeben. Natürlich mit dem Ziel, damit auch Gewinne zu machen, aber zum anderen auch, um mir ein Netzwerk aufzubauen und ganz wichtig auch, also mir macht es auch extrem Spaß, mit jungen UnternehmerInnen zusammenzuarbeiten und mein Wissen vielleicht auch ein bisschen weitergeben zu können. Wo investierst du? Also gibt es sozusagen wahrscheinlich SaaS-Nähe, würde ich mal verraten. Genau, also SaaS ist wahrscheinlich der Sweet Spot, wo ich mich am besten auskenne, am besten noch mit AI-Komponenten dabei, wenn es um die Kommerzialisierung von AI-Produkten geht. Die Realität ist natürlich dann oft so, dass du opportunistisch viele andere Sachen bekommst. Also ich habe zum Beispiel ein Sex-Tech-Mark, also in ein Marketplace-Startup investiert, Malum. Cool. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht auf meinem Radar gewesen ursprünglich, aber die Gründer waren so spannend und das Produkt auch sehr interessant, dass ich da zum Beispiel auch mitgemacht habe. Wie kommt, also hast du irgendeinen strukturierten Dealflow-Prozess oder ist wirklich über Netzwerk und opportunistisch? Sehr opportunistisch, würde ich sagen. Also wie es halt oft abläuft im Angel, in den Angel-Kreisen, es hängt sehr davon ab, wer ist da schon dabei, wer kennt sich aus, wer kann irgendwie eine Signalwirkung schon geben, weil er vielleicht ein Experte in einem gewissen Bereich ist und dann versucht man sich da mit einzubauen. Kann man dich auch auf LinkedIn mal anschreiben und sagen, hey, wir hätten da was Spannendes, schau dir das an. Funktioniert unbedingt. Das schon? Ja. Okay. Ja. Ich gebe mir schon auch Mühe, dass ich da jedem immer antworte und auch Feedback gebe, wenn ich es dann nicht mache. Und wie bist du als Investor? Also sozusagen hast du noch immer ein bisschen auch deine Gründerkappe obendrauf oder hast völlig dann in die Investorenrolle schon gewechselt? Ich glaube, ich habe vor allem die Gründerkappe dann auf. Also ich glaube, meine Stärken sind so im Unternehmensaufbau. Wie kann man ein Team strukturieren und motivieren? Wie kann man Ziele setzen und die auf wöchentlicher, monatlicher, Quartals- oder Jahresweise tracken? Und da kann ich, glaube ich, meinen Portfoliofirmen relativ viel helfen. Aber bin auch, manchmal ist man auch einfach Seelsorger, wenn mal jemandem irgendwas auf dem Herzen liegt und mal nicht so gut funktioniert. Dann ist man auch da und geht vielleicht auch mal auf ein Bier und, cool. Und spricht mit den Leuten. Startup-Investments als risikoreiches Investment, aber vielleicht kannst du uns noch ein paar Tipps geben oder sofern du das magst, was hast du mit dem restlichen Geld gemacht? Weil das ist eine brennende Frage, das fragen mich so viele Gründerinnen und Gründer, die einerseits auch schon Exit gemacht haben, aber noch nie Veranlagungsexperten waren. Die wenden sich dann an Gründer, die schon geexitet haben und haben oft wirklich das Dilemma, soll ich alles in eine Privatbank legen, soll ich Risiko investieren, Aktien und so weiter. Was hast du mit deinem Geld sonst noch gemacht? Also vorab würde ich sagen, dass ich absolut kein Experte in dem Bereich bin und da eigentlich sehr konservativ rangehe. Mhm. Grundsätzlich habe ich eigentlich mein Portfolio in zwei Bereiche geteilt. Das eine sind die Startups, wo ich hochrisikoreich unterwegs bin. Und da versuche ich möglichst viel zu streuen und möglichst kleine Tickets in möglichst viele Startups zu investieren. In der Hoffnung, dass dann zwei, drei dabei sind, die fliegen und insgesamt das Investment dann tragen. Eine wirkliche Portfoliostrategie sozusagen. Genau. Ja? Und der andere Teil, das ist eigentlich der Großteil, wahrscheinlich 80%, ist ganz klassisch ETFs, wie zum Beispiel der MSCI World oder MSCI Emerging Markets, wo man wirklich ganz breit gestreut in die Wirtschaft investiert und an den normalen Verlauf beteiligt ist. Und so balanciere ich das für mich. Kryptomärkte, Edelmetalle, sonstiges? Krypto habe ich auch, aber das sehe ich eher in der High-Risk-Ecke. Aber da habe ich nicht so viel drin. Ja.
Okay. Ja. Hat sich nach dem Exit, weil das ist auch so immer ein bisschen eine Diskussion, deine Perspektive zum Unternehmertum irgendwie verändert? Oder bleibt sie sozusagen unangetastet und das Unternehmertum als etwas, was du wieder anstrebst, auch mit einem Exit in der Zukunft? Also ist Exit so cool, wie man sich das vorstellt? Und ist das etwas, was du dir wieder als Ziel mit Unternehmertum vornehmen würdest? Ich glaube, Exit sollte nicht das Ziel sein. Ich glaube, das Ziel muss immer sein, etwas zu bauen, was irgendjemandem einen Wert stiftet, sei es ein User, ein Kunde oder der Umwelt vielleicht. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Und der Exit ist dann möglicherweise eine Konsequenz daraus, aber auch nur, wenn es Sinn macht. Ich glaube, es gibt viele Beispiele, wo ein Exit absolut keinen Sinn macht, wo es viel besser ist, eigenständig weiterzuarbeiten und zu wachsen, wo ein Exit sogar negativ sein kann und dich vielleicht in deiner Vision bremst und dafür sorgt, dass du eben nicht dahin kommst, wo du eigentlich hin willst. Also den Exit als Ziel sehen, würde ich davon abraten. Ich glaube, das ist eher eine mögliche Konsequenz. Ja, Unternehmertum als Ziel und letztendlich kann es mit einem Exit enden, aber muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Genau, ja. Wie geht es jetzt bei Canva für euch weiter? Was habt ihr da noch vor? Natürlich AI-Bereich in aller Munde, da seid ihr extrem stark positioniert. In Österreich baut ihr auch den AI-Hub meines Wissens auf. Wie geht es da für euch weiter? Genau, also wir haben jetzt in Wien mittlerweile über 80 MitarbeiterInnen. Großteil arbeitet im Machine Learning und Softwareentwicklungsbereich. Wir haben uns da mittlerweile stark als, ja, wie du schon sagst, Knowledge Hub oder Center of Excellence, wie wir es eigentlich nennen, für Canva global entwickelt. Arbeiten hier an diversen generativen AIs, aber auch Computer Vision für Foto- und Videobearbeitung. Und da ist im Moment kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, ich glaube, über die letzten 12 Monate hat das Ganze nochmal deutlich an Fahrt zugenommen. Wir sagen immer gerne, we did AI before it was cool. Und jetzt sind aber viele in dem Teich mit uns und da müssen wir natürlich jetzt noch mehr Gas geben als zuvor. Also das ist so der Großteil vom Wiener Hub. Wir haben aber auch mittlerweile diverse kommerzielle Teams. Also wir haben ein Sales-Team für Canva Marketing, bauen wir gerade auf. Ich baue das Deutschland- oder Dach-Team in Wien auf. Also Wien ist nicht mehr nur AI, ist zwar der Großteil, aber es gibt viele andere spannende Teams auch. Canva, einer der wirklich spannendsten Scale-Ups weltweit, mit fantastischem Gründerteam. Wie kann man sich sozusagen deine Entwicklung innerhalb von Canva vorstellen? Du warst Head of Operations Europe, jetzt bist du Country Manager Dach. Ist das so die Karriereleiter, die man hat, von einem Job zum nächsten oder läuft das anders? Also ich glaube, die klassische Karriereleiter, die gibt es nicht im Startup oder im Scale-Up. Es ist eher so, dass immer wieder brennt es irgendwo und dann ist die Frage, wer kann da jetzt am schnellsten helfen, das Feuer zu löschen? Und so ähnlich war das auch bei mir. Also anfangs war ich noch ganz klassisch COO von Kaleido, war dann nach der Acquisition vor allem für die Integration der Firma in Canva verantwortlich. Also Prozesse ausrollen, die Kultur anpassen, die Brand immer stärker machen von Canva und diese Zugehörigkeit entwickeln. In der Zwischenzeit haben wir dann eine Firma in London gekauft, die hieß Flourish. Die habe ich dann auch unterstützt in der Integration. Und daraus wurde dann eigentlich Head of Operations Europe, weil wir dann auf einmal 3 Standorte hatten in Europa, für die ich mehr oder weniger verantwortlich war. Und das war dann eigentlich die Aufbauarbeit über das letzte Jahr, diese Teams zu entwickeln und die Standorte aufzubauen. Das Feuer ist jetzt gelöscht, das funktioniert. Wir haben viele tolle Leute geheiert, die das jetzt managen. Und jetzt ist das nächste Projekt ist sozusagen Dach, wo Canva einfach noch nicht so stark ist wie in anderen Ländern. Und ja, da überlegen sich die Gründer dann, okay, wen kennen wir, der Deutsch spricht und der nicht ganz dumm ist. Und da sind sie anscheinend auf mich gekommen. Cool. Also es ist spannend, natürlich eine super, super spannende Aufgabe. Insofern die Frage, hast du überhaupt noch jetzt, weil es noch so spannend ist innerhalb von Canva und eigentlich so Startup-like, noch den Drang, selber wieder was zu gründen, wird der Moment auch kommen oder passt es so, wie es ist? Ich glaube, wie in jedem Job, egal wie sehr man seinen Job liebt, man hat immer Phasen, wo es einem extrem Spaß macht und Phasen, wo einfach Business as usual ist und es vielleicht nicht so spannend ist. Aktuell macht es mir extrem viel Spaß. Mit der neuen Dachrolle habe ich eine Riesenaufgabe vor mir. Wir wollen
die Userbasis über die nächsten 12 Monate mehr als verdoppeln. Und ja, das fühlt sich an wie mein eigenes kleines Startup innerhalb von Canva. Ja. Und was dann in 2-3 Jahren ist, wird sich zeigen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, nochmal zu gründen. Vielleicht werde ich aber auch noch mehr in meine Angel Investments Zeit investieren, ja, und da einfach vielen verschiedenen Firmen helfen. Wie viel Zeit fließt da von dir in die Betreuung von deinem Investment ein? Sehr wenig, weil natürlich mein Fulltime-Job auch mich sehr, sehr beansprucht. Ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Phasen, wo die Startups dann viel Hilfe brauchen, wenn es zum Beispiel um Fundraising geht. Mhm. Da kann es dann schon mal 1, 2, 3 Stunden die Woche sein. Und dann gibt es wieder Phasen, wo man wochenlang nichts von ihnen hat, was auch okay ist. Schaust du, dass du dich immer einem Lead-Investor anschließt, der das sozusagen primär managt, oder gehst du auch völlig alleine in ein Startup hinein? In der Regel hänge ich mich an andere Lead-Investoren, was auch daran hängt, dass ich jetzt nicht die Kapitalpower habe, um da als Lead reinzugehen. Also ich muss mich an andere dranhängen, versuche dann neben Kapital eben Knowledge und Netzwerk mitzubringen. In einem Fall bin ich aber auch reingegangen, ohne andere Angels zu kennen, weil ich einfach so ein gutes Gefühl bei den Gründern hatte. Wie geht's dem Portfolio aktuell? Die Großwetterlage ist ja herausfordernd. Da ich erst vor knapp 1,5 Jahren mit dem Ganzen angefangen habe, sind die Firmen alle noch relativ gut gefundet und ist jetzt noch kaum eine dabei, wo es wirklich brennt. Ich glaube, nächstes Jahr wird dann sich zeigen, wer überlebt und wer nicht. Cool. Vielleicht abschließend, Alex, noch zurückreflektieren. Du hast vor Canva ein Startup gehabt, das heißt geheißen Accordium im SaaS-Bereich, dann Kaleido, Exit an Canva. Was sind aus dieser Lebensphase sozusagen die Hauptlearnings, wenn du jetzt wieder was gründen würdest oder wenn die jungen Startups oder Gründerinnen und Gründer an dich herantreten, was sind so die besten Learnings, die du aus deiner bisherigen unternehmerischen Laufbahn hast? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, darüber könnte man Bücher schreiben. Ja. Haben auch viele schon gemacht. Ich glaube, das, was ich auf die harte Tour lernen musste, ist Nein zu sagen. Ich glaube, ein Grund, warum mein eigenes Startup nicht erfolgreich war, wir haben es zwar dann verkauft, aber es war ein Fire Sale. Ich glaube, den Fehler, den wir damals gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, irgendwie alles zu machen. Ja. Also wir haben versucht, eine tolle Marketingstrategie zu fahren. Wir haben versucht, Outbound-Sales zu machen. Wir haben 1000 Features gleichzeitig entwickelt. Aber am Ende des Tages, du bist ein kleines Startup, du hast sehr limitierte Ressourcen und die musst du möglichst effektiv einsetzen. Und da zu wissen, was jetzt wirklich den Unterschied macht, ich glaube, das ist die große Kunst. Mhm. Und ja, das haben wir damals nicht gut gemacht. Wir haben das genannt Chasing Shiny Things. Also wir waren dann oft schnell abgelenkt von unserer Vision, wenn zum Beispiel ein großer Kunde angeklopft hat und gesagt hat, wenn ihr jetzt dieses Feature baut, dann kaufe ich. Oder ein Investor kommt rein, wenn ihr jetzt noch Analytics hinzubaut, dann investiere ich. Und davon haben wir uns immer sehr ablenken lassen. Und irgendwann haben wir dann ein Produkt gehabt, was ganz viele Dinge konnte, aber nichts richtig. Mhm. Und dann irgendwann funktioniert es nicht mehr. Definitiv. Aus meiner Sicht, und wir reden mit sehr vielen Gründern, wahrscheinlich die größte Challenge für die meisten. Und ich frage mich, wenn du jetzt auf diese Phase zurückblickst, wie hätte sich das anders gestalten lassen? Weil ein bisschen ein Soul-Searching ist schon auch dabei, das notwendig ist, um das zu finden, weil es letztendlich den richtigen Product-Market-Fit hat. Das heißt, völlig, dass man nicht aufmacht und mehrere Dinge probiert, kommst vielleicht gar nicht auf die eine Sache, die du brauchst. Und gleichzeitig brauchst du den vollen Fokus. Also ist schon irgendwie eine Balance, die man finden muss, die challenging ist. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist wirklich eine Kunst und ich glaube, das unterscheidet dann auch GründerInnen, die erfolgreich waren versus die nicht erfolgreich waren, wenn sie das wirklich gut beherrschen. Mhm. Zum Beispiel bei den Kaleido-Gründern habe ich das Gefühl gehabt, dass sie schon von ihrer Persönlichkeit her sehr gut darin waren, das zu navigieren. Auch, glaube ich, weil sie eine sehr starke Vision hatten, wo sie hin wollten und dadurch die anderen Dinge sie gar nicht so leicht ablenken haben lassen. Wahrscheinlich ein Tipp, den ich mitgeben würde, ist einfach sehr nüchtern an diese Sachen rangehen. Sprich, wenn so eine neue Idee aufkommt, sich halt wirklich zu überlegen, was erwarte ich mir davon? Was bedeutet denn Success, wenn ich das jetzt mache? Und das auch wirklich runterzuschreiben und dann eine limitierte Zeit da rein zu investieren, zum Beispiel 4 Wochen, 8 Wochen, wie auch immer, und dann danach einen Schlussstrich zu ziehen und sagen, habe ich das jetzt erreicht, was ich mir vorgenommen habe oder nicht.
Und das haben wir zum Beispiel damals in unserem eigenen Startup gar nicht gemacht. Wir sind von einem zum nächsten und haben die vorherigen Dinge nicht mal abgeschlossen, sind schon wieder aufs nächste gegangen. Also da war gar nicht diese Reflexionszeit. Ich glaube, das ist wichtig. Habt ihr dann später bei Kaleido eine klare Strategie gehabt, die man dann einfach executed, oder war das auch intuitiv? Ich glaube, es gab so ein Core-Aspekt des Unternehmens, der sehr, sehr gut funktioniert hat, der so die Secret Sauce auch irgendwo war. Und diese Secret Sauce haben wir auch nie wirklich angetastet. Also die war auch von Tag 1 ein proven Recipe und das haben wir auch durchgezogen. Aber drumherum konnte man dann viel experimentieren. Also im Marketing, im Sales, neue Features, die man dann vielleicht dazu baut. Also die Core-Essenz, um die es ging, die haben wir nie angetastet. Bei uns war das eben das am einfachsten zu nutzende Hintergrundentfernungstool für Fotos. Und diese User Journey, dass du einfach ein Bild reinlädst und sofort das Ergebnis bekommst, das haben wir nie angetastet. Es ist immer wieder faszinierend für mich und es gibt so Forschungen, was die erfolgreichsten Firmen von auch erfolgreichen, aber nicht im selben Ausmaß unterscheidet. Und es ist wirklich dieses Thema One Focus. Ja? One Focus, aber es ist so schwer, das One Focus zu finden. Ne? Ja. Was ist es wirklich? Gehört wahrscheinlich auch ein bisschen Glück dazu. Ich glaube, die Ben und David, die beiden Gründer, haben sich am Anfang auch nicht ausmalen können, dass das so durch die Decke geht. Aber die haben auch bevor RemoveBG live gegangen ist, auch an anderen Sachen gearbeitet. Aber das war halt das, was wirklich dann funktioniert hat und durch die Decke gegangen ist. Und wenn du dann siehst, dass es funktioniert, dann darfst du auch nicht zögern, wirklich all in zu gehen. Es ist spannend, weil du natürlich all diese Learnings auch deinen Startups bringen kannst, nebst dem Cash-Investment, den du auch tätigst. Aber ich glaube, Riesen-Value auch sozusagen davon zu schöpfen, was du in deiner unternehmerischen Laufbahn bisher schon alles gemacht hast. Danke, dass auch wir davon jetzt schöpfen konnten für unsere Community. Danke für deine Insights, wie dein Leben nach dem Exit ausschaut und wie es weitergeht. Und wir reden dann wieder. Ich glaube, es wird noch sehr spannend für dich innerhalb von Canva. Wirklich habe auch ich das Gefühl, dass da so ein bisschen dein Startup innerhalb von Canva ist und dass die Kultur dort das zulässt und dann aber auch unternehmerisch tickende Menschen an sich binden kann. Insofern all the best für die nächste Aufgabe, Deutschland zu erobern mit Canva. Und let's keep in touch. Danke, hat Spaß gemacht. Danke sehr, danke fürs Dabeisein. Das Leben nach dem Exit mit Alex Briggs, ein wirklich extrem spannender Gründer mit einer unfassbar spannenden unternehmerischen Story und natürlich Aktivitäten aktuell, die vielleicht für viele relevant sind, sei es in seiner Rolle bei Canva oder als Angel Investor und mit ein paar Tipps unverbindlich und sozusagen ohne dass wir damit Privatveranlagungsberatung machen, auch wie er mit seinem Geld umgeht. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Danke fürs Dabeisein und tschüss.